YAML goes open source. Hermann, was ist YAML? YAML ist ein Programm zum Steuern und Regeln des Sendeablaufs eines Radiosenders. Und wer arbeitet mit YAML? Das sind zum Beispiel die Sendungsmacher zu nennen. Die sehen am Studiobildschirm, ob sie on air sind, wie lange sie noch on air sind und was als nächstes im Programm ansteht. Jetzt entsteht ein Radioprogramm nicht nur über Programmmachende, sondern dafür braucht es auch Leute, die das organisieren, einstellen etc. Genau, damit YAML weiß, was er tun muss, befüllt der Programmkoordinator die Daten, wann eben was geschehen soll. Und der YAML führt es dann aus. In den österreichischen freien Medien arbeiten fast 3000 Leute und einige hunderte Mitarbeiter arbeiten mit Software wie dieser. Hermann, wie soll sich YAML weiterentwickeln? Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, einen mobilen Zugang zum YAML zu schaffen, sodass die Sendungsmacher unterwegs Sendung machen können und direkt in den YAML einspeisen können, um die Sendung on air gehen zu lassen. Das heißt, das hilft Leuten mit Körperbehinderungen, die nicht so leicht ins Studio kommen unter können. Unter anderem. Eine Software ist ja heute nicht mehr alleine. Das heißt, welche Möglichkeiten gibt es denn YAML interagieren zu lassen? Zum Beispiel kann man YAML dazu bewegen, die Sendungen hochzuladen in die CBA oder als weiteren Schritt zum Beispiel ins Typo 3 integrieren, sprich das Sendungsprogramm ist zu sehen dort oder sonstige Informationen, die aus dem System kommen können. Dann hoffen wir, dass wir YAML in diese Richtung weiterentwickeln können. YAML goes open source, die Grundlage für die Weiterentwicklung.